Moin, herzlich willkommen zurück zur Samstagsvormittagsausgabe Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map, Version 1.8 ohne Gräben. Was machen wir? Ja, wir sind nach wie vor dabei, so wie in der Folge gestern auch, womit wir gestern aufgehört haben. Hier mal ein bisschen unsere Saatgutproduktion. Ich will jetzt nicht sagen, am Laufen zu halten. Ja doch, ich will sagen, am Laufen zu halten und auch die Düngerproduktion. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal Saatgut leer gemacht. Wir bringen das hier ins eigene Silo. Ich habe hier hinten irgendwie 55.000 Liter Gülle, um hier auch die Düngerproduktion wieder am Laufen zu halten. Da kümmern wir uns jetzt drum. Das liegt jetzt alles an. Und dann schauen wir mal, was sonst noch so anliegt. Ein bisschen Produktion gucken und vielleicht noch ein Feld kaufen. So, erstmal hier wieder zusehen, dass die hier schön produzieren können. Wir haben Milch ohne Ende. Ja, da sind 100.000, da sind jetzt 54.000. Dann holen wir doch noch die restliche Gülle hier von den Kühen. Und alles wird gut. Und dann müssen wir echt tatsächlich mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie weit wir mit unseren Produktionen hier sind. Also auch so mit der Tomatenzucht zum Beispiel. Keine Ahnung. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Dafür war ich jetzt zu lange nicht im Spiel. Ich meine, es gab zwar jeden Tag eine Folge, aber das habe ich alles schon eine Woche im Vorfeld locker aufgezeichnet, weil ich eben keine Zeit hatte, zwischendurch zu produzieren. Und jetzt holen wir uns hier die letzten 25.000 Liter oder wie viel das sind, auch noch eben schnell. Das ist ja auch schnell drin. Ist ja keine Kunst. Ansonsten geht es unseren Tieren, glaube ich, gut. Da haben wir uns ja gestern drum gekümmert, dass wir noch Stroh hingebracht haben. Ja, alles schön. Alles noch im grünen Bereich. 407.000 Liter Milch. Der Misthaufen ist groß. Naja, aber auch nicht zu groß. Alles gut. So, Fass ist voll, dann bringen wir das auch eben weg. Dann ist die Produktion nämlich mit 80.000 Litern Gülle auch gut bedient, würde ich sagen. Man kann sich da nicht beschweren. Dann können wir nochmal unten auch beim Rinderhof gucken, wie es da aussieht. Aber vielleicht sollte ich erstmal gucken, ob ich noch ein Feld kaufe. Was haben wir denn noch für Felder? So, also eigentlich müssten wir ja so Feld 19 und Feld 15 irgendwann mal haben. Aber was ist da drauf? Roggen. Ja, gut. Wie sieht es überhaupt aus? Ja, die ersten Felder sind schon erntereif. Was kostet Feld 19 denn? Ah, das können wir uns ja locker kaufen. So, gekauft. Nein! Will ich doch eigentlich gar nicht. Ach Mann. Ich wollte keine Mission machen. Kann ich die abbrechen? Kann ich eine Mission abbrechen? Wisst ihr, wie das ist? Ich habe noch nie eine Mission gemacht. Hallo. Mist, verdammt. Wie geht denn das? Ja gut, dann machen wir das eben nicht. Dann düngen wir das eben. Kann man da einen Helfer für einstellen? Ich meine, düngen hätten wir sowieso müssen. Mist, wieso ist mir das denn passiert? So, ja. Minuten Zeit.
war auch interessanter Streuer. So. Aktuellen Feldrandkurs berechnen. Feld 19, würde ich sagen, ne? Arbeitsbreite. Startposition. Vorgewende, ja. Achso, natürlich. Los generieren. Ich habe das echt noch nie gemacht. Aber schadet ja nicht. Irgendwann ist immer das erste Mal. So. Aha. Kann den also zwar fahren lassen hier, aber ach Mist, ey. Ne, wisst ihr, das brechen wir ab. Wollte die Mission nicht machen, ich wollte das Feld kaufen. Dumm gelaufen, falsche Taste gedrückt. Mission fehlgeschlagen. Ja, kann ich mitleben. So, sorry. Fällt jetzt teurer geworden, oder? Nee. Da wollte ich doch drauf. So. Und was kostet hier Feld 15? Dann haben wir auch fast kein Geld mehr. Kaufen. So, jetzt haben wir noch 348.000. Haben 4 Millionen für neue Felder ausgegeben. So, alles gut. Ja, den 1000er Vario wollte ich jetzt nicht gerade nehmen. Dann reicht hier auch ein 800er. Und dann gehen wir mal eben düngen. So, jetzt ist unser Feld. Jetzt kann ich da auch einfach einen Helfer fahren lassen. Ja, Entschuldigung. Jetzt stehst du da auch so doof. Ja, habe ich selber dahingestellt. Ich weiß. Ich weiß. So, der ist voll. Super. Machen wir erst Feld 19. Dann hier unten Feld 15. Ja, kommen doch schon ganz schön Felder zusammen. Also, muss man schon sagen. Hab da schon, kein so schlechtes Gefühl bei im Moment. So. Düngen. Kurs generieren.
stürzt nicht ab. Los. Weiß nicht, warum du jetzt hier auf einmal... hier so komisch fährst, aber... Abfahrer einstellen. So. Dann düngen mal. Läuft doch. Und wir zappen uns jetzt mal hier zu den verschiedenen Produktionen. Tomatenzucht, die läuft, meine ich. Meine, da hätte ich was gemacht. Jo, die läuft scheinbar. Was haben wir denn noch? Saatgut. Flüssigdünger. 28% Saatgut nur noch. Okay. Kann ich da eigentlich reingehen ins Gewächshaus? Ja, kann ich. Tatsächlich. Cool. Ja, Licht anmachen hier. Oh. Cool. Nice. Ja, seht's hier. Ja, hier kommen die Tomaten. Im großen Stil. Ich war hier an der Ferienhausanlage vorbei. Jetzt habe ich eigentlich gar keine Karte mehr angezeigt. Muss ich hier außen rum? Ja, macht ja nichts. Wie sieht's hier denn aus? Läuft hier noch alles? Ja, beide Produktionen laufen. Okay. Ist jetzt nicht so riesig, aber... So, was ist denn noch wichtig? Die Brauerei ist wichtig. Damit verdienen wir Geld und kaum was fertig. Ich setze die Zeit mal ein bisschen hoch. Quatsch. So. Dann wächst zwar auch alles viel schneller, aber nützt ja nichts. Wir produzieren auch schneller und kriegen wieder ein bisschen mehr Kohle. Okay, das läuft. Wie sieht's denn hier bei Speiseöl und Diesel aus? Ja, produziert. Langsam, aber es produziert. 152.000. Ja, schön. Okay, es ist kein Raps mehr da für die Dieselproduktion. Okay, ja. Kann ich mit leben. Bäckerei. Oh. Bäckerei ist voll. Da müssen wir hin. Müssen wir Sachen abholen. Verkaufen. Wo werden wir die Sachen am besten los? Gar nicht. Keiner will was haben. Kuchen bei McDonald's. Naja. Brot bei Aldi. Backwaren. Belieben. Naja, egal. Ich muss es erstmal freiräumen, damit wir da...
Na, das passt doch. Das passt doch. So. Oh Gott. Ach, wir sind da noch gar nicht fertig mit Leerräumen. Ich dachte, wir hätten das Lager schon lange leer. Da muss ich ja erst eben einmal hier rein. Muss eben hier was einstellen. Ist jetzt leer oder was? Leer. Immer noch 30.000. Und Pellets sind auch noch so viel da. Das gibt's doch gar nicht. Naja, egal. So, wir fahren jetzt erstmal hier zur Bäckerei und räumen die erstmal leer. Dass die weiter produzieren kann und dass wir Kohle verdienen. Was wo, war noch wohin? Brot war zu Aldi oder... Brot zu Aldi und Kuchen zu McDonald's. So. So, ich hole hier erstmal den Kuchen weg. Nicht wundern. Ich hole mir den gleich wieder. Ich will nur eben Warum mache ich das? Ganz einfach. Ich möchte eben die Spawner alle frei haben. So. Und deshalb mache ich mal eben hier so einen Quatsch. So. Das Ganze schmeiße ich mal dahin. Und jetzt schauen wir mal. Lieblingstrick. Zack. Wo sind wir eigentlich? Oh, wir laufen schon wieder aus dem Ruder. Leute, das soll's gewesen sein für die erste Folge heute. Wenn's euch gefallen hat, Like, Kommentar, Abo, wie immer. Ihr wisst das, ihr kennt das. Ihr macht das ja auch immer fleißig. Vielen, vielen Dank dafür. Ist unglaublich. Irgendwie knapp 450 Abonnenten schon. Ist der Hammer. Hätte ich nie mit gerechnet, als ich mit angefangen habe. Danke, danke, danke. Ja. Wie gesagt, gerne auch einen Kommentar da lassen. Was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Immer her damit. Kann ich gebrauchen. Nur dann kann ich euch Content liefern, der euch auch gefällt. Und heute Abend, 19 Uhr, Livestream, Multiplayer-Livestream hier auf meinem Kanal. Schaut rein, mal gucken, wer alles mitspielt. Die Truppe wird nicht ganz so groß wie sonst. Da
Fat Action selber auch streamt. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, wenn Danny streamt, streame ich nicht. Das ja, ist jetzt dumm gelaufen, dass es jetzt heute doch passiert. Also, ne, wir haben uns nicht gestritten oder sonst irgendwas. Nein, nein, überhaupt kein Thema. Es liegt lediglich daran, dass ich die Information, dass es heute zum Beispiel von Danny keinen Livestream gibt, habe ich tatsächlich erst heute irgendwann bekommen. Und da hatte ich aber schon gesagt, heute Abend, ach Quatsch, nicht heute, sondern es ist Freitag. Entschuldigung, ich nehme das hier gerade am Freitag auf. Also ich habe am Freitag die Information gekriegt erst, dass es Freitag keinen Livestream gibt. Da hatte ich allerdings schon geplant für Samstag selber einen Stream zu machen. Und jetzt wollte ich dann meine Truppe, denen ich das zugesagt habe, will ich da natürlich nicht vor den Kopf stoßen. Und daher gibt es heute Abend einen Livestream vom Danny und einen Livestream von mir. Aber nicht aus demselben Spiel, so wie wir das sonst machen, sondern Danny macht sein Multiplayer-Spiel und ich mache mein Multiplayer-Spiel. Aber ich glaube, das können wir alle verkraften, oder? Schaut bei Danny auch rein, hinterlasst da ein Like, grüßt von mir. Aber das können wir heute Abend alles noch besprechen. So, in diesem Sinne sage ich erstmal ciao. Heute Nachmittag gibt es eine zweite Folge und heute Abend dann Livestream. Bis denn!